Hallo und schönen guten Tag. Der Fall Peggy und die NSU. Wahnsinn! Nach 15 Jahren finden die an einem Stofffetzen die DNA-Spuren von Uwe Bönhardt. Nirgends, bei keinem Mord der NSU, hat man jemals DNA-Spuren des Trios gefunden. Aber da wo nichts war, kann man ja nochmal suchen gehen. Und diesmal, bitteschön, doch etwas gründlicher. Meiner Meinung nach hat die NSU überhaupt nichts mit den Ausländermorden zu tun. Das war so ein kleiner, netter Typ. Ich weiß das, weil der mich fast schon mal umgebracht hätte. Nur glauben tut mir diese Geschichte niemand. Aber wem es ähnlich ergeht, der kann mir schreiben oder hier einfach was veröffentlichen unter dem Hashtag wenn der Bulle nach der Fliege schnappt. Aber zurück zu dem Fall Peggy. Nach 15 Jahren, von der gesamten Leiche sind nur noch ein paar Knochen übrig, finden die einen Stofffetzen und untersuchen ihn. Hier möchte ich auf ein Interview mit Peter Schneider verweisen. Er ist Professor am Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Köln. Das Interview ist unter dem Titel Nachweisgrenzen der DNA-Analyse im Internet veröffentlicht. Herr Schneider redet hier von Tragespuren. Hier lägen häufig Mischspuren vor, bei denen man nicht zwingend beweisen könne, wer der Spurenleger gewesen sei. Herr Schneider redet auch von Teilprofilen, also wenn von den 8 Orten, die hier in Deutschland gespeichert werden, nur Teile vorlägen. Hier sagt Herr Schneider, gebe es immer Zufallstreffer. Meine Empfehlung an die Ermittlungsbehörden, einfach nochmal suchen gehen. Irgendwelche Teilprofile oder Mischspuren reichen doch völlig aus. Ich danke Ihnen.